Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und endlich, dank euch, weiß ich, warum die Akkulaufzeit meines Handys so kurz ist. Da hätte ich doch auch schon früher drauf kommen können. Na klar, wenn die NSA in unseren Apps drin hängt, wie wir letztens hier im Video gesagt haben, dann muss es doch die Akkulaufzeit beeinträchtigen. Das heißt, Apple hat überhaupt keine Schuld, dass ich jede halbe Stunde mein Handy neu aufladen muss. Es ist die NSA. Und über die NSA gibt es noch mehr zu berichten. Denn da hat sich in dieser Woche was getan. Der Chaos Computer Club, der hat Anzeige erstattet gegen unsere Bundesregierung. Und ich habe den Chaos Computer Club angeschrieben und gefragt, ob er mir die Anzeige mal zur Verfügung stellen könnte. Ja, kann er. Deswegen habe ich sie hier vor mir liegen. Also, Strafanzeige gegen Agenten US-amerikanischer, britischer und deutscher Geheimdienste, ihre Vorgesetzten sowie Mitglieder der Bundesregierung wegen geheimdienstlicher Massenüberwachung und Ausforschung durch NSA und andere, wegen verbotener Geheimdienst- und Agententätigkeit, Verletzung des persönlichen und beruflichen Lebens- und Geheimnisbereichs, Ausspähen von Daten und Strafvereitelung im Amt. Und dann kommt im Auftrag der Liga für Menschenrechte, einem Rechtsanwalt, Chaos Computer Club, Dr. Konstanze Kurz, Digital Courage e.V., Rena Tanges, Padeluun, also verschiedene Erstatter und Erstatterinnen, die jetzt hier Strafanzeige gegen die Botschaften, gegen die Regierungen erstatten. Da kamen dann in der vergangenen Woche oder auch in dieser Woche einige Journalisten auf mich zu und fragten: Ist das nur ein PR-Gag, Herr Solmecke, oder was soll das? Und auch der Generalbundesanwalt hat gesagt: Boah, wir haben hier keine Verdachtsmomente. Das halte ich natürlich für einen Riesenwitz, dass es hier keinerlei Verdachtsmomente gäbe. Ich finde eher es sehr begrüßenswert, dass es jetzt hier eine auf 57 Seiten begründete Strafanzeige gibt, die endlich mal Ross und Reiter benennt. Es ist egal, was nachher dabei rauskommt. Aber hier gibt es jetzt etwas Handfestes vom Chaos Computer Club und einigen Unterstützern, womit die Behörden was anfangen können. Das heißt, klar kann jeder Strafanzeige erstatten, das war das, was die Bundesregierung gesagt hat, aber die Staatsanwälte, die müssen jetzt zunächst einmal einem möglichen Anfangsverdacht nachgehen. Was wird hier der Regierung vorgeworfen? Nun, es wird ihr vorgeworfen, teilweise zusammengearbeitet zu haben mit der NSA. Das sind so Vermutungen, die wir auch schon mal in den letzten Videos geäußert haben, dass es da möglicherweise Informationsaustausch ergibt. Das ist etwas, was jetzt der Chaos Computer Club auch sagt. Und dass hier teilweise Software gemeinsam genutzt worden ist, wird unter anderem auch vom Chaos Computer Club gesagt. Und dass man untätig geblieben ist, nachdem so viel bekannt geworden ist. Ob das jetzt zu Ermittlungen führt, kann ich natürlich auch noch nicht sagen. Da bin ich aber sehr gespannt. Was interessant ist, hier sind auch einige Einzelpersonen als Anzeigenerstatter drin. Und diese Einzelpersonen, die können nachher auch ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren einleiten. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Generalbundesanwalt jetzt auch sagt, nö, ich mache hier nichts, das reicht mir alles nicht aus, kann man tatsächlich eine Klageerzwingung beantragen und dann muss sich ein Gericht damit auseinandersetzen. Immerhin, wir haben das also jetzt auf einen rechtsstaatlichen Weg gebracht und so ein bisschen von der politischen Diskussionsebene verlagert. Auf der hat sich ja einfach in den letzten Monaten, Wochen und ich weiß gar nicht, wie lange das schon geht, Jahren vielleicht schon, gefühlt Jahren, aber wahrscheinlich ist es erst Monate her, hat sich nichts getan im politischen Bereich, sodass ich hoffe, dass jetzt im juristischen wenigstens es ein bisschen vorangeht. Naja, und last but not least, das sehe ich hier auch, das war mir natürlich auch klar, es wird direkt jetzt schon Akteneinsicht beantragt. Das kann man als Anzeigenerstatter, man kann nachher sagen, okay, teilt mir bitte mit, was die Ermittlungen hier gebracht haben. Das heißt also, wir werden darüber noch was erfahren, ihr werdet darüber was erfahren, weil wir hier berichten werden. Erstmal finde ich es genau richtig. Ich möchte euch noch sagen, gegen wen hier genau Anzeige erstattet worden ist. Das sehe ich aus dieser Strafanzeige natürlich. Gegen die Geheimagenten, den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, den Präsidenten des Verfassungsschutzes, den Präsidenten des militärischen Abschirmdienstes, gegen alle Leiter der Landesämter für Verfassungsschutz, gegen den Innenminister Thomas de Maizière, gegen die Kanzlerin Angela Merkel und gegen die Amtsvorgänger der gerade genannten. Das heißt, nicht nur gegen die Amtierenden,
amtierenden BND, Kanzler, BFV, MAD-Leute, sondern auch die Amtsvorgänger, weil die möglicherweise auch schon mit den Geheimdiensten der USA kooperiert haben. Das ist sicherlich sehr weit auf dem Fenster gelehnt. Es wird sicherlich nur in den allerwenigsten Punkten hier irgendwas durchgehen, dran sein. Da weiß man auch nicht, ob das schon tatsächlich konkret genug ist, diese Strafanzeige. Aber ich finde es einen richtigen Schritt, weil endlich mal Fakten, Straftaten auf den Tisch kommen, wo wir schon immer gesagt haben, hier auch unsere vorherigen Videos dazu, dass diese Straftaten verwirklicht worden sind. Und jetzt muss sich die Justiz damit auseinandersetzen, ob sie will oder nicht. Gut so. Falls ihr der Meinung seid, dieses Video könnte auch eure Freunde interessieren, teilt es. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart und freue mich schon jetzt aufs nächste Video. Tschüss und bis dahin.